Sobald ich mich ein wenig anstrenge, fängt es Verstopfen und das Laufen an. Da läuft die wo die Oberschenkel runter, hätte ich mal gesagt. Kleiner Witz am Rande. Heute nicht ganz so heiß, die Sonne hat sich nicht blicken lassen. Der Obi ist mal wieder on the road. Der hat heute den Band eingeladen, mir vorne mal eine schöne, geschmeidige Tour, schön langsam, alles ein wenig feucht. Heidenberg runter. Ja, und dann schauen wir mal, was so geht. Ne? Ich hoffe, alles ohne Blut. Und als allererstes fahren wir mal hier den Hobbit runter. Warm sind wir schon. Sattelstange muss ich wahrscheinlich Luft aufpumpen. Die hinteren Bremsbeläge muss ich wechseln. Die vorderen sind. Ja, die vorderen sind gut. Was? Das Milch. Also nichts Wildes, gell? Und schrei mir nicht wenn ich zu langsam vor. Für ein Trail in dem Zustand genau richtig. Alles schön auf Sicherheit fahren. Fahr vor. Ja. Oh, nasse Wurzeln. Geht schon gleich wieder gut los. Wir umschiffen ganz klar die Pfütze. Also das hast so viel wie, dass wir den Hobbit heute noch ein zweites Mal fahren werden. Obacht, der Riesengap, das machen wir nicht. Wir hätten aber genauso gut unten rumfahren können. Hä? Ich glaube, die Strecke geht glaube ich auch unten rum. Aber meinst du, dass hier oben haben die Wanderer neu gemacht? Ich glaube, ich bin schon immer hier oben lang gefahren. Ah. Einfach laufen lassen. In der Mitte einfach laufen lassen. Ja, okay. Okay, ein wenig links. Okay, ein wenig links geht da. Oh, leck. Okay. Also dann suchen wir mal den Weg darauf jetzt. Ich glaube da vor und dann wieder. Da vorne vor und dann gibt es irgendwie einen schwarzen Weg. Dann kommst du um auf die eine Hauptstraße, wo wir gekreuzt haben. Alternativ uphill vom Hobbit raufgeschoben. Ja, war mir zu steil am fahren können. Muss der Opa sich das nächste Mal was anderes aussuchen. Und jetzt haben wir hier. Ich lasse mal den Bernd vorausfahren. Obwohl ich geplant habe. Einen alternativen Einstieg zum Hobbit. Da müssen wir mal hier um den Ast rumzirkeln. Vielleicht gleich mal die Sattelstütze einfahren. Okay, und da machen wir gleich weiter. Das ist da, wo wir vor uns schon mal gestartet sind. Slippery when wet. And I have a Ködel in der Buchse. Ich glaube, der Band ist da über den Start drüber gefahren. Das ist gegangen. Ja, ich bin nebendran. Ich bin nebendran wieder mal an dem Ast. Voll eingetaucht bin vor der Rad, da bleibst du hängen. Jo, Kamera läuft. Also, Enduro Fit hier. Geschmeidig, klappe die erste. Ach, nee. Sag mal. Ja, ja. Puh, da kannst du das Lachen da halten, mein Freund. Oh, ah. Ich glaube, den Ausstieg habe ich mit dem Hobbit verwechselt. Konnte es sein? Hier runter, dann drüben rauf. Und dann kommt die Rechtsecken. Ja, genau. Da habe ich mein Fahrrad gedreht, dann bin ich von hier oben gestartet und bin da an der Seite so runter. Die Cracks fahren da natürlich. Ja. Ast im Gesicht gehabt und Sprung.
Das war eine Kombination, du. Oh, hey, hey. Oh, Digga. Ich würde sagen, der Sender ist fast schöner wie der Enduro Fit. Ah ja, wieder mal eine Extra-Runde. Bernd, wir drehen mal wieder eine Extra-Runde.